Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Nioh. Es geht weiter mit einer Hauptmission und zwar haben wir in der letzten Folge Sekigahara geschafft. Und nachdem ja die Quelle des Bösen da unmittelbar mit Einfluss drauf hat, würde ich sagen, wir machen die jetzt als nächstes. Es gibt 5 Kodamas. Also es ist kein allzu großes Level, aber es kann sich etwas hinziehen, da es nicht gerade leicht ist und ein paar Besonderheiten hat. Aber dazu mehr, während wir im Level sind, würde ich sagen. Das Level hat auch viele Yokai. Also ich glaube, es gibt nicht mal menschliche Gegner hier in dem Level. Und der Boss ist auch was ganz Besonderes. Besonders schwer. Nee, Schmarri. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Da ist er ja. Ach, das ist der mit dem Speer, den wir besiegt hatten, ne? Und wo ist er jetzt hin? Hier, den ersten Gegner würde ich sagen, triggern wir gleich mal. Also wir kommen hier auch trotz geringer Level, also die Mission hat Stufe 108, 111. Wir sind 93, kommen wir zwecks Damage gut durch bis jetzt. Ach komm, jetzt bin ich da stecken geblieben. Das nervt mich schon wieder. Und das nervt mich noch mehr. Was, ich raste noch mal im Schrein. Ja, da rasten wir noch mal kurz am Schrein. So, let's go. So, da kniet auch noch einer. So, du hast einen erhalten, besänftigter Keil. Und zwar werde ich euch das jetzt erklären. Sehen könnt ihr, sind überall so rote Auran. So Gebiete. Wenn ihr da reintretet oder zu nah seid, dann werden diese Gräber davon automatisch erweckt und greifen euch an. Und so Yokai und Gräber zu bekämpfen gleichzeitig ist halt, oder Rückkehrer, ist ja nicht so besonders leicht. Hier vorne seht ihr einen Kristall direkt über meinem Kopf. Wenn ihr diesen Keil, den ihr von ihm bekommen habt, da reinsteckt, dann werden diese Gräber hell und ihr habt nicht mehr das Problem, dass dann die Rückkehrer beschworen werden. Kann ich da jetzt durchlaufen eigentlich? Oder kommt der? Ah, Damage, also wie gesagt, das Level ist zwangsläufig nicht ausschlaggebend, ob man jetzt da zu schwach oder zu stark ist. Also man kann auch mit niedrigeren Level was erreichen. Wir müssen natürlich gut aufpassen wegen den Kodamas. Ich habe mir nicht gemerkt, wo die hier sind. Aber es ist ein kleines Level. Also wir werden die schon finden. Echt jetzt. Mal gleich mit dem Regenerationstalisman heilen. Gut, hier ist jetzt kein Grab drin.
Mal klar, dass der da oben schießt. Es ist wichtig, den gleich platt zu machen. Super, ich hab nix. Ach komm, der nervt mich tierisch. Das ist halt blöd, wenn man keinen Bogen hat. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte einen Regenerations-Talisman einsetzen. Jetzt sieht er uns nicht, ne? Ach komm, was mache ich da? So, der wäre weg. Dann kann der uns schon mal nicht mehr nerven. Das funktioniert echt. Oh oh. Das war eine doofe Entscheidung von mir. Richtig doofe Entscheidung. Das war eine sowas von doofe Entscheidung, ne? Das die Aufmerksamkeit von dem zu erregen. Nein, 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 das will ich nicht. Das Losbanischer Spiel machen wir zum ersten Mal Nier. Segen. Kodama Basari. Gibt's den hier nicht oder wie? Oh, wir gehen jetzt hier lang. Erst der Kodama. Und da drüben. Also, komme ich denn da jetzt rein? Die Ninja-Yoka sind schon echt fies. Oh, das ist noch fieser. Also wir sind auf alle Fälle stark genug für das Level. Klar, okay, diese Ninja, die sind schon sehr harte Scheißkerle. Beschwörerkerze nutzen wir mal lieber.
Damit wir auch wieder unseren Kader zurück haben. Und den binden wir. Aber wohin? Den brauchen wir jetzt nicht. Ah, verdammt. Geh weg. Unterschwanz. Läuft. Nächster Kodama. Haben wir jetzt schon 2 von 5. Erkennt ihr die Gemäuer? Hier sind wir schon gewesen. Rein können wir immer noch nicht. Unsere Chance. Ah, das mögen die nicht. So, das Gefährliche ist jetzt könnt ihr den neutralisieren. Aber das Gefährliche an der ganzen Sache ist, wenn ihr das getan habt, dann hat er eure Aufmerksamkeit. Und dann müsst ihr in Bewegung bleiben und Schutz suchen. Ist doch wieder der gleiche Scheißer von vorhin. Da hockt schon wieder der nächste Kodama. So stark sind die nicht mehr. Das müsste jetzt Kodama Nummer 4 gewesen sein. Da drin in dem Nebel ist Onryoki. Haha. Den können wir von der anderen Seite aus platt machen, denn da gibt es einen Schrein. Willst du? Ich flipp gleich aus, Leute, ne? Ich flipp echt gleich aus. So, Pfeilhammer. Dann immer auf die altmodische. So, und jetzt fliegst du da bitte nicht runter. Ich glaube, hier drüben trifft er uns nicht.
Und trifft er uns hier? Nicht wirklich. Das müsste jetzt, glaube ich, nach einiger Zeit vorbei sein oder wir müssen wegrennen, das weiß ich nicht. Nochmal davor. Ah, seht ihr, die buffen uns sogar noch, ne? Das ist genial. Und er hat uns nicht mehr im Visier. Dann haben wir gleich zwei Stück innerhalb kürzester Zeit. Und wir können jetzt gleich hier drüben wieder in Deckung gehen. Weil er uns ja jetzt wieder bemerkt. Also das, dass es uns hier so bufft, ne? Mit diversen Sachen, wusste ich fein nicht, ne? Natürlich schon praktisch. Der hat uns immer noch ein Visier. Hab, dreh dich um. Läuft. Bin ich zu schocken. Seit wann ist hier ein Onryoki? War das schon immer so? Ist mir nie aufgefallen. Treffe ich dich? Ah, er ist aber nicht so stark, ne? Ja, er ist nicht so stark. An dem konnte ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber da vorne ist auch einer. Ich würde sagen, rasten am Schrein tun wir erst, wenn wir alles hier in dem Level geschafft haben. Wir haben eigentlich noch genug Heilung. Kuckuck. Kuckuck. Komm hier rüber, wir brauchen schon mehr Platz, bisschen. Läuft ja wie am Schnürchen, Leute. Und da hockt der Kodama. Alle Kodama-Geister dieser Mission wurden zum Schrein zurückgeführt. Das machen wir doch grandios, Leute. Wie komme ich rüber, ne? Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier geradeaus rausgehen, können wir gleich den nächsten machen, ne? Wo ist derjenige, der uns bemerkt hat? Das soll halt rauskommen einfach. Dann kämpfen wir da drin. Huch. Huch.
Gegen die kommen wir ja ganz gut zurecht. So, da drüben war irgendwo einer, der uns beschossen hat. Da. Ich hasse dich. Ich hasse dich. So. Und der nächste? Ich glaube, das war auch schon der letzte. Ich glaube, theoretisch könnten wir jetzt sogar zum Boss reingehen. Aber wir sind mit dem Level ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt hier drin Schutz. Der schießt gar nicht. Schießt gar nicht auf uns, ne? Täusche ich mich da jetzt, oder? Ach, das stört ihn gar nicht, dass wir den letzten Kristall gemacht haben. Da ist der Schrein. Auch das ist gecleant. Und die Locke eines jungen Samurai. Den zweiten Onryoki machen wir auch noch weg. Ah, ich muss wieder hier lang, genau. Mann, gibt es viel am Rita. Da ist er ja! Mit Kette! Ups. Ich glaube, wir haben hier alles geschafft in dem Level, bis auf den Boss. Und der kommt jetzt direkt, nachdem wir am Schrein gerastet haben. Ich mache das immer so, dass ich ihn immer auf die Füße klopp. Wie ein Irrer. Hoffe, dass er mich nicht zerstampft, bis wir ihn dann das Ki runtergeschlagen haben. Wenn wir das geschafft haben, können wir damit seinen Kopf einprügeln und ihn hoffentlich besiegen. Brauchen für ein Level 300.000 Amrita. Ich will die nicht verlieren, ne? Vielleicht kriegt man mit dem Wahn noch den Level Up hin. Ja, haben wir hinbekommen. Jetzt sind wir schon Stufe 95. Waffen? Und dann rein ins Getümmel. Also ich habe immer auf seine Beine gekloppt. Und dann konnten wir später dann auch auf seinen Kopf kloppen, wenn er sein Ki verliert. Und das versuche ich jetzt weiter. So, irgendwo ist hier jetzt der Weg nach oben. Dann müssen wir jetzt die zweite
machen. Kann natürlich auch sein. Wo geht's jetzt da hoch? Hier? Nein! Da drüben. So ein weiter Weg. Ah, klar, dass der aufsteht. Okay, das gleiche Spiel von vorne. Weiß gar nicht, ob das gerade was bringt. Da hat er uns aber fast erwischt. Huch. Ah nein, geh hin. Ah, die Arme, genau. Wow. Bringen die Beine wieder was? Nee, noch nicht. Wir sind noch auf die Arme. Gibt's doch mehr. Huch. Was machst du da? Ach, das war so ein schlechter Versuch. Auf ein neues. Diesmal, wenn wir die Beine gekloppt haben, müssen wir aber gleich hoch. Arschen. Ach komm! Will. Jetzt. So, wo geht's hoch? Hier, oder?
Ja. Diesmal klappt das ja. So wie ich mir das vorgestellt habe. Was macht er jetzt da? Jetzt können wir hoch, ne? Schneller! Ups. Geht so auch. Da hat er mich erwischt. Sehr gut. Nee, das gibt's doch nicht. Ach, ich glaube, ich probier's doch lieber oben mit den Armen. Ich mache jetzt aber mal hier einen Cut bei der Folge. Falls ich den jetzt noch öfters mache, werde ich zusammenschneiden und sag bis gleich, Leute. Mich eigentlich vom Motten. So. Jetzt, wo ist der Weg nach oben?
da, ne? Ups. Zweiter Bein. Ah. Was macht er jetzt? Mist, das wollte ich nicht. Aber es bleibt nichts anderes übrig, ich muss oben kämpfen. Mist. Ja, ich erreich dich halt nicht, ne? Du Scheißkerl. Doch so unten und dann auf die Arme irgendwie hoffen. So drauf. Schlag zu! Jetzt hat's unsere Chance. Jetzt geht er wieder hoch, ne? Komm her. Ja. Und Geschichte. Schwere Geburt. Wenn man weiß, wie geht's aber. Entschuldigung. Geschafft! Yippie! Gibst du mir noch was? Nö, Geizkragen. Oh, da steht auch noch einer. Gib du mir was. Alle geizig hier. Also, das reicht doch bestimmt wieder für ein Level. Der muss doch echt viel Eier gegeben haben. Also die Beine sind ja einfach, aber dann die Arme, ne? Ich weiß nicht, wie ich da ausweichen soll. Wir können schon wieder ins nächste Gebiet. Wir haben jetzt hier 4 Nebenquests. Ich glaube, die machen wir dann das nächste Mal. Mal schnell am Schrein gucken, ob ein Level abgeht. Ne, geht nicht. Wir reisen aber gleich mal ins nächste Gebiet. Mal gucken, was uns da erwartet.
als Hauptquest. Es ist, glaube ich, sogar schon das letzte Gebiet, wenn ich mich nicht täusche.三番ではありましょう。三成の首はぜひ私めにお任せよ。この秀明、霧に苦しめられましたが、東軍へと馳せ参じ、獅子奮迅の活躍。好きにいたせ。うん。小早川殿だけでは難儀であろう。わしも手はずを整えたら、すぐに後を追いまする。 Kelly is there. I'm going to. ああ、三成殿と小早川殿は逃れる石田勢を追って沢山の城へと軍を進めた。じゃがわしらの探るところ、三成殿はケリー目と共に伊吹山へと落ちたようだ。ウィリアム、お主は天海殿と共に伊吹山へ向かえ。ああ、大軍の将とはいえ、三成殿は油断ならぬ男。 So, wie heißt die Quest? Ein zweiter heiliger Berg. An die kann ich mich auch noch echt gut erinnern. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet auch zur nächsten Folge wieder mit ein, wenn es weitergeht mit Nioh. Tschüss!